Windows 11 ist aktuell in aller Munde. Natürlich kann ich mir Artikel darüber anschauen, wie Windows 11 in Zukunft aussehen wird. Ich kann es aber auch ganz einfach auf meinem Windows-PC in einer virtuellen Umgebung installieren. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Unser Einstiegspunkt ist auf jeden Fall die Webseite DeskModder. Dazu bekommt ihr natürlich einen Link in der Videobeschreibung. Wichtig ist hier, dass wir uns die aktuelle ISO herunterladen für unsere Prozessorarchitektur. Bei den meisten Fällen wird das die x64-Architektur sein. Ich habe mich hier für diese Pro-Variante entschieden und dankenswerterweise stellt uns DeskModder direkt einen High-Drive-Link zur Verfügung. Darauf kann ich klicken und klicke auf Download und bekomme eine ISO-Datei. Diese ISO-Datei lässt sich dann später mit dem VMware-Player installieren. Wenn ich den schon angesprochen habe, den VMware-Player gibt es kostenlos. Da kann ich einfach googeln, VMware Player Free. Ich werde euch auch den Link in die Videobeschreibung setzen. Der nennt sich VMware Workstation Player mittlerweile. Und den kann ich eben hier kostenlos herunterladen. Das Ganze habe ich schon vorbereitet. Wir installieren jetzt nur noch die ISO-Datei und können uns dann selbst einen Eindruck von Windows 11 machen. Ich habe jetzt also den VMware Workstation Player gestartet und ich habe hier schon ein paar VMs. Macht aber nichts, ich kann hier auf jeden Fall auch noch eine neue hinzufügen. Das kann ich tun, indem ich hier oben auf Create a New Virtual Machine klicke. Hier muss ich dann die ISO-Datei auswählen, die ich vorhin heruntergeladen habe. Bei mir liegt die in einem separaten Ordner. Die hat ungefähr 4,5 GB oder 4,6. Ich mache einen Doppelklick drauf und hier ist dann der Pfad zu sehen. Ich gehe hier einfach auf Next und wähle hier Microsoft Windows aus. Windows 11 steht hier noch nicht zur Verfügung, also nehme ich mal Windows 10 x64. Wieder auf Next und das Ganze nenne ich natürlich jetzt hier Windows 11. Nochmal auf Next und ja, das kann man erstmal lassen zum Ausprobieren. Ich nehme aber trotzdem ein bisschen mehr und gehe auch auf Next und hier muss man die Hardware einstellen. Da ist mein VMware Player sehr konservativ. Ich würde dem Ganzen mal 8 GB geben. Das wird dann von eurem Hauptspeicher weggenommen. Das heißt, ihr könnt nur so viel geben, wie ihr auch habt. Und das sieht man hier an diesem blauen Balken. Das ist die maximale Kapazität. Ich bleibe da auf jeden Fall drunter. So, bei den Prozessoren, da gebe ich mal ja, 16 Stück sollte reichen, 16 Cores. Auch da könnt ihr quasi nichts falsch einstellen. Das hat dann später eben Auswirkungen auf die Performance der virtuellen Maschine. Den Rest lasse ich im Standard. Gehe hier wieder auf Close. Sehe, dass die Werte angepasst wurden und klicke einmal auf Finish. Jetzt bekomme ich hier einen neuen Eintrag auf der linken Seite, nämlich Windows 11. Und da mache ich jetzt einfach mal Play Virtual Machine und wir lassen uns mal überraschen, was hier passiert. Hier möchte ich von der CD booten, deshalb habe ich auch gleich Enter gedrückt. Und jetzt bekommen wir schon das neue Logo von Windows 11 zu sehen. Das Menü sieht im Grunde aus wie bei allen vorhergegangenen Windows-Versionen. Hier kann ich mich jetzt einmal durchklicken. Ich gehe hier auf Jetzt installieren. Hier sage ich, ich habe keinen Product Key. Ich akzeptiere natürlich die Bedingungen von Microsoft und lese mir die durch. So, fertig. Und gehe hier auf Weiter. Und hier bietet er mir jetzt verschiedene Dinge an. Ich würde aber sagen, wir nehmen die benutzerdefinierte Option, denn wir haben ja ohnehin eine leere Festplatte. Das sind die 80 GB, die ich vorhin im VMware Player festgelegt habe. Ich gehe hier einmal auf Weiter. Und jetzt fängt er eben an, die Dateien zu kopieren und wir können dann hoffentlich in Windows 11 hochfahren. So, die Installation ist nun größtenteils abgeschlossen und jetzt müssen wir Windows eben noch ein paar Fragen beantworten. Ich bin in Deutschland, also kann ich das Ganze hier mit Ja bestätigen. Auch die Tastatur habe ich auf Deutsch, also hier nochmal Ja. Ich möchte auch kein weiteres Layout hinzufügen, deshalb kann ich hier auch weiterklicken. Weiter, genau, so habe ich es jetzt falsch gemacht. Überspringen natürlich. Bin schon so gewohnt, nicht die großen Buttons zu klicken. Hier kann ich den PC nun benennen. Im Grunde unterscheidet sich jetzt der ganze Schritt oder diese ganze Installation bis auf das Aussehen nicht von der Installation von Windows 10. Und wenn ich mich recht erinnere, war auch die Installation von Windows 8 und sogar die von Windows 7 relativ ähnlich.
Bei Windows 10 muss ich viel mehr Fragen zum Datenschutz beantworten, ähnlich wie jetzt wahrscheinlich auch bei Windows 11. Hier muss ich jetzt auswählen, wie ich das Konto anlegen will. Microsoft ist an dieser Stelle natürlich sehr findig, uns zu einem Online-Konto zu zwingen. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Ich klicke auf Für die persönliche Verwendung einrichten, klicke auf Weiter und klicke hier unten auf Anmeldeoption. Und hier bekomme ich auf einmal die Möglichkeit, ein Offline-Konto anzulegen. Hier unten muss ich dann nochmal sagen, vorerst überspringen und jetzt kommen die ganzen Abfragen mit dem Datenschutz. Obwohl ich es auf Deutsch eingestellt habe, sind die hier erstmal auf Englisch. Beziehungsweise hier kann ich nochmal sagen, don't sign in with a Microsoft Account, also nicht mit einem Microsoft Account hier einloggen. Hier kann ich jetzt den Benutzernamen eingeben, den nehme ich wieder UsefulWid. So, der PC heißt natürlich gleich, das heißt, das Ding nenne ich einfach UsefulWid 1. Kennwort lasse ich mal leer, das geht in der Regel. Und jetzt kommen die Datenschutzabfragen, die ich natürlich alle verneine. Da habe ich schon ein bisschen Übung drin, mich da durchzuklicken. So, jetzt hat sich bei mir Windows 11 gestartet und wie ich finde, hat sich das Design sehr an Apple irgendwie orientiert. Also allein diese kunstvollen Hintergründe kennt man sonst von Microsoft in der Form nicht und auch dieses Dock hier unten, will ich es mal nennen, was eigentlich ja die Taskleiste ist, ist schon sehr von Apple einfach abgekupfert. Finde ich im Prinzip aber auch nicht so schlecht. Ich finde zum Beispiel auch gut, dass das Startmenü im Prinzip geblieben ist. Das war ja immer ein großes Ärgernis bei den anderen Versionen, dass man hier so viel rumgepfuscht hat an Dingen, die eigentlich sinnvoll waren. Ich kann hier auch nach wie vor meine ganzen Apps anzeigen lassen und starten. Für mich ist das völlig okay so. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es mit Windows 11 weitergeht. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Ausprobieren. Alle Links, die du dazu brauchst, findest du in der Videobeschreibung.